Herzlich willkommen beim Whisky-Wichser. Der Patient des heutigen Tages ist der Glenn Donnach, 18 Jahre, Allardyce. Ja, heute haben wir einen Whisky, muss ich vorab schon anmerken, den ich absolut wahnsinnig geil finde. Das ist wirklich einer meiner absoluten Lieblingswhiskys. Glenn Donnach an sich finde ich geil. Ja? Ich blende euch rechts oben mal die Playlist ein. Da findet ihr die Videos in der Übersicht. Die Flaschen, die ich von Glenn Donnach hier schon besprochen und probiert habe, gefallen mir ausgesprochen gut, ja, wenn sie zu 100% den Ex Sherryfässern reiften. Die neueren, die da in der letzten Zeit auf den Markt kamen, diese Heerlen oder Peated, war nicht so mein Ding. Ja, also was Sherryfass gereift betrifft, zu 100% liebe ich Glenn Donnach. Der ist glücklicherweise 100% Sherryfass gereift. Er trägt den Beinamen Allardyce, ja, die Whiskys haben alle einen Beinamen. Der 12-Jährige in der weinroten Dose nennt sich Original, der 15-Jährige Revival in der grünen Dose, ja, nennt sich Revival, ist aktuell aber aus, soll wohl 2018 wiederkommen. Und der 21-Jährige in der goldenen Dose nennt sich Parliament. Der hier Allardyce, benannt nach dem Brennereigründer James Allardyce, der wird immer als schillernde Persönlichkeit bezeichnet. Ich fand, der war ja für die damalige Zeit schon ein richtiger Playboy. Der ist mit dem Whisky ins Rotlichtviertel von Aberdeen gefahren und hat von der Kutsche runter dort an die, ja, an die leichten Mädchen und deren Kundschaft den Whisky verkauft. Und wenn die nicht flüssig waren, im Sinne von Geld hatten, dann hat er auch mal angeblich gegen Naturalien getauscht. Früher stand das hier drauf und zwar ja ohne eigentlich ein Blatt vor den Mund. Das haben sie jetzt, ja, ein bisschen verallgemeinert. Ja. 18 Jahre alt, 100% Oloroso Sherryfass gereift, 46 Volumenprozente, nicht gefärbt, nicht kühl gefiltert. Die Flasche hat über Weihnachten, ja allgemein der Dezember war nicht so gut für die Flasche, die hat da massiv gelitten. Ich habe mir jetzt gerade noch so einen Schlupper aufgehoben, hier fürs Video. Und das ist natürliche Farbe, meine Damen und Herren. Ja. Ja, wo ist mein Glas? Das ist wirklich auch so ein Whisky, wo ich immer wieder nachkaufen würde. Einfach, weil ich drauf stehe. Das Video damals zum 12-Jährigen, ich muss dazu sagen, Glenn Donnach war mal ein paar Jahre lang stillgestanden, ja, war geschlossen. Und auf den Flaschen steht drauf der Bottlecode, wann die Flaschen abgefüllt wurden. Und da gibt es so eine Tabelle im Internet. Teilweise, wenn man das zurückrechnet, wann die denn gebrannt worden sein müsste, ist es in einem Zeitraum, wo die Brennerei dicht war. Heißt, teilweise sind die Whiskys bei Glenn Donnach älter, als auf dem Etikett steht. Der 12-Jährige, den ich damals hatte, der war viel, viel älter, der war viel, viel voller. Infolgedessen war der für 12 Jahre und 30 Euro einfach nur eine Waffe, weil ich glaube, der war 16 oder 17 Jahre alt. Ne? Ja, der 15-Jährige Revival war teilweise auch viel älter. Der geht jetzt vom Markt oder ging jetzt vom Markt. Die Sammler haben dann die Flaschen gebunkert. Wenn der dann 2018 wiederkommen sollte, ist er definitiv 15 Jahre alt. Und den 12-Jährigen, den man jetzt bekommt, der ist auch definitiv 12 Jahre alt. Ja, das legitimiert sich dann die nächsten Jahre wieder. Von der Farbe her wirklich duster wie die Nacht. Das geht hier schon ans Mahagoni-farbene, Teak-farbene. Von der Farbskalierung ja, ganz weit unten einzusiedeln. Geil. Bin ich voreingenommen? Ja, ich kenne den Whisky. Ich habe die Flasche in kürzester Zeit fast geleert. Ich liebe den Whisky. Ja, das muss man. Also wenn man nicht auf Sherryfass gereifte Single Malt Whiskys steht, dann darf man sowas natürlich nicht kaufen, weil der Sherry, der steht hier über allem. Ich finde diese Sherry-Komponente da drin, die hat aber eher einen trockenen Touch. Was hier süßlich ist, ist eher so eine richtig klebrige Feige und die vermischt sich mit einer richtig schön intensiven Würzigkeit. Eiche ist natürlich auch schon da, dunkle Schokolade. All das. Ja, also richtig, ein richtig dunkler Eindruck. Der Darth Vader der Whiskys. Ja, es gibt von Glenn Donnach auch immer für bestimmte Länder, bestimmte Abfüllungen. Da gab es beispielsweise mal einen in der komplett schwarzen Dose für Dänemark und der hat dann gleich den Spitznamen Darth Vader weggekriegt. Aber die Farbe ist ja wirklich schon extrem dunkel. Bisschen Rosine kommt noch, aber auch
Jetzt nicht ganz so vertrocknet, sondern auch eine Weintraube. Und über allem der Sherry. Schön. Könnte ich ewig dran riechen. Slange. Cremig süß. Erst mit Vanille, Karamell. Dann kommt so ein bisschen so eine braune, zuckrige Süße. Und dann Feigen und Datteln. Eine gewisse Haselnussigkeit ist da noch mit dabei. Und dann kommt im Abgang, der mittellang bis lang ist, der immer noch total präsent ist, kommt dann so eine dezente Mokkanote, also so eine leichte Bitterkeit wie vom Kaffee, vermischt sich aber ein bisschen mit dunkler Schokolade, also erinnert mich an so einen Mokka. Ja, und dann Dunkelfrüchte, dunkle Trockenfrüchte, die Datteln. Und immer noch voll im Mund. Und da süß und da leicht bitter. Und da ein bisschen trocken. Also der Whisky ist einfach so, wie für mich ein Sherry-Fass gereifter Single Malt Whisky sein muss, ist der auf den Punkt. Ich finde den sogar einen Ticken besser als den 21-Jährigen. Einfach weil der 21-Jährige ist für mein Empfinden ja zu gesetzt. Ja, der hier ist ein bisschen lebendiger und das macht es für mich noch interessanter. Der 21-Jährige ist auch phänomenal, aber mir gefällt der 18-Jährige im direkten Vergleich besser. Ich rieche jetzt gerade so ein bisschen Banane, so ein bisschen Bananensaft. So ein richtig süßer Bananensaft oder so ein Smoothie liegt da hinten dran, hinter der ganzen Würzigkeit und der Dunkelfruchtigkeit. Bananensmoothie. Ja, der ist wahnsinnig komplex. Den könnten wir jetzt durchaus auch mal eine halbe Stunde hier wegstellen, mal weggehen, was einkaufen gehen, dann wiederkommen und dran riechen, dann würde er sich wieder ein bisschen verändern. Dem tut Luft gut. Habe ich auch schon ausprobiert. Der ist unheimlich komplex. So ein bisschen die Schuhwichse. Habe ich oft bei Sherry fast gereiften Whiskys. Wenn dieser Sherry einen trockenen Touch hat und vermischt sich dann so ein bisschen mit dieser dunklen Schokolade, dann erzeugt es bei mir meistens so eine Assoziation nach Schuhwichse. Ja, wie gesagt, ich finde ihn phänomenal. Ich könnte das Video hier ewig in die Länge ziehen, weil ich einfach hier den Zinken die ganze Zeit reinhalten möchte. Gefällt mir unheimlich gut. Schmackofatz. So gut. Ja, dieses cremige Mundgefühl, dieses süßliche, dieses Vanille und Karamell, was im allerersten Antritt da sind, was dann sofort abgelöst wird von einer angenehmen Nussigkeit zusammen mit einer wirklich angenehmen Würzigkeit, sowas wie Muskatnuss und dann die dunklen Früchte, die Datteln und die Rosinen und die Feigen und dann im Abgang, ja, spürbar Eiche da, aber nicht aufdringlich, hat einen leicht zartbitteren Touch und erinnert mich so ein bisschen an Mokka. Und es ist immer noch was da. Ja. Also ich kann euch empfehlen, wer ihn noch nicht kennt, unbedingt nachholen. Das ist ein Whisky, den man probieren muss. Preislich liegt er bei 70 Euro. Ich finde, das ist total angemessen. Der könnte auch 90 Euro kosten und ich würde ihn kaufen, weil er einfach sagenhaft ist. Ja, probiert ihn aus. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und dann beim nächsten Mal wieder einschaltet. Haut rein.